Leute, ich bin Albert von WindowsArea.de und wir sind hier bei Microsoft in Wien und schauen uns die neuen Surface-Geräte an. Hier ist das neue Microsoft Surface Pro. Nein, das ist das Microsoft Surface Pro 2017. Hier ist das Surface Pro 4, wobei da noch Surface Pro 3 draufsteht. Und hier ist das Surface Pro. Ein wahnsinnig großer Unterschied ist nicht, aber natürlich neuere Hardware haben wir hier drin. Und einige Feinheiten wurden natürlich verändert und die schauen wir uns in dem Video an. Hier mit dem schwarzen neuen Typecover haben wir das neue Microsoft Surface Pro 2017. Diesmal ohne Generationsnamen hinten dran, also kein Surface Pro 4 oder Pro 5 in dem Fall. Und ihr werdet vielleicht schon gewisse Unterschiede erkennen. Einerseits hier beim Scharnier, der erste große Unterschied finde ich, das Scharnier hat Microsoft wesentlich besser gestaltet. Hier sieht man einerseits hier eine Metallkonstruktion hier drunter und das war bei den vorherigen Generationen, hier ist das Microsoft Surface Pro 4, wirklich viel günstiger und auch viel fehleranfälliger. Das heißt, nicht unbedingt, aber nach einer gewissen Zeit wurde das auch manchmal bei manchen Nutzern kaputt. Dazu zähle ich zum Beispiel. Und eine weitere Änderung, die finden wir hier an der Oberseite. Microsoft hat einmal die Oberseite hier, die Kanten ein bisschen runder gestaltet. Ich hoffe, das sieht man hier im Video. Das Gerät ist insgesamt ein bisschen dünner geworden, auch gleichzeitig mit einer längeren Akkulaufzeit. Das liegt vor allem daran, dass eben die neue Kaby Lake Prozessorgeneration verbaut ist. Und insgesamt muss man sagen, das Gerät fühlt sich wertiger an. Schöner ist es ein wenig, aber ansonsten ist der Unterschied nicht allzu groß. Schauen wir mal zu den Anschlussmöglichkeiten. Die sind genau gleich geblieben wie in der vorherigen Generation. Das ist der Surface Connect Anschluss zum Laden, USB 3.0 und ein Mini DisplayPort. Auf der anderen Seite haben wir nichts außer den 3,5 mm Klinkenstecker. Auf der Rückseite die Kamera sowie das Microsoft Logo und hier hinter dem Keckstand versteckt sich der Micro SD-Kartenslot. Sehr geringe Unterschiede im Vergleich jetzt zur letzten Generation. Hier haben wir die beiden Geräte nebeneinander. Mich freut es einerseits sehr, dass man einerseits einen Unterschied sieht, weil sonst hätten die mir eigentlich auch ein Surface Pro 4 zum Testen schicken können. Jetzt weiß ich, dass hier die Oberseite ein bisschen runder geworden ist. Ich will fast schon sagen, ein bisschen ähnlich wie beim iPhone, also beim iPhone 6 beispielsweise, wo die Ränder einfach ein bisschen abgerundet sind. Diese Ähnlichkeit gibt es schon. Das ist ein kleines Detail und sehr erfreulich, dass hier der Kickstand ordentlich verbessert worden ist. Insgesamt weiterhin ein schönes Gerät, Never Change a Running System, wobei mich ein USB-C-Port sehr gefreut hätte. Und ja, ansonsten verändert sich das Surface-Konzept nur wenig im neuen Surface Pro 2017. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen dazu. Die Buttons sind hochwertig, das Display weiterhin großartig. Microsoft wird natürlich sagen, da sind über 800 Änderungen drin im Vergleich zur vorherigen Generation. Die muss man erstmal finden, aber das war es eigentlich schon vom neuen Surface Pro 2017. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.